Jubel, Erleichterung, Genugtuung. Mit großer Mehrheit haben sich die Schweizer Bürgerinnen und Bürger bei einer Volksabstimmung für die Ehe für alle ausgesprochen. Die Zustimmung lag bei 64%. Die Freude über das klare Votum ist bei queeren Vereinen groß. Es ist ein unglaublicher Sieg. Wir haben heute wirklich getragen von der Schweizer Gesellschaft ein sehr deutliches Zeichen für die Menschenrechte, für die Würde, für die LGBTI-Community erhalten. Ich glaube, für ganz viele Menschen ist dieser Schritt nach jahrelangem Kampf, nach jahrelanger Diskriminierung einfach nur überwältigend. Im Vorfeld hatten GegnerInnen der Ehe für alle versucht, mit Plakaten Stimmung zu machen. Die Schweiz ist eines der letzten Länder in Europa, die Ehe für alle bisher nicht erlaubt hat. Wann nach dem Votum nun die Gesetzesänderung in Kraft tritt, ist noch nicht klar.